Christina Aguilera und Pink, das liebe ich einfach, auch wenn es sehr kitschig ist. Ich liebe das. Also wenn es um die klassische Musik geht, werden da natürlich ganz andere Namen auftauchen. Ich habe eine Klavierausbildung in der Ukraine gemacht, wo ich auch herkomme. Und in Deutschland habe ich angefangen, also ich habe erstmal Kirchenmusik überhaupt kennengelernt und habe mich dazu entschieden, das zu studieren und das zu meinem Beruf zu machen. Also ich glaube, so Richtung romantische Musik, romantischer Stil, das ist so das, was mich am allermeisten mitnimmt und was ich am allermeisten liebe. Klar, man kann nicht ohne Bach, das gehört dazu, das ist so ein Stern im ganzen kirchenmusikalischen Bereich. Aber ich spiele trotzdem lieber romantische Sachen. Aber Bach spiele ich natürlich auch gerne. Mein erster Berührungspunkt zur Kirchenmusik, das war der Chorkonzert mit unserer Hochschule. Ich habe davor nie im Chor gesungen und ich glaube sogar, das war genau diese Kirche. Und ich kann mich noch auf jeden Fall sehr gut an dieses tolle Gefühl erinnern bei dieser tollen Akustik, dieses gemeinsame Singen mit anderen Menschen zusammen, wie das Ganze im Körper anfängt zu vibrieren, was man dabei empfindet bei diesem Gesang. Da entstehen so tolle Resonanzen, die einfach so gut tun und du hörst das erstmal, aber du spürst das auch körperlich sehr intensiv und man kann damit auch Menschen Freude bereiten, vor allem wenn man eine schöne Akustik hat, wie das Ganze einfach trägt. Was ich glaube, wenn man von der Kirche spricht, ist es so wichtig, dass Orgel auch in jedem Gottesdienst dabei ist, weil das verstärkt noch dieses Gefühl des Glaubens. Es bewegt sich alle sehr stark in Richtung digitale Welt. Und ich glaube, als junger Kirchenmusiker, als junger Spezialist sozusagen, kommt man da gar nicht drum herum. Und jede Gemeinde wünscht sich, dass junge Generation erreicht wird, dass man Nachwuchs bekommt, dass man sich als Kirchenmusiker, als Pastor intensiv darum kümmert, weil es ist ein großes Problem heutzutage. Und wo findest du heutzutage die ganzen Jugendlichen? Natürlich auf Social Media. Für mich ist es schön, einfach zu zeigen, was ich mache, was dazu alles gehört. Ich versuche, das Ganze bunt zu gestalten und dass Menschen das auch einfach sehen und vielleicht, dass sie ein Interesse dafür bekommen. Und ich erlebe das, wobei ich gar nicht so viele Follower habe oder so. Mir schreiben Menschen und sagen, komm Mensch, ich muss unbedingt zu deinem Konzert irgendwann kommen. Und das ist natürlich sehr fröhlich. Das ist super.